zusammen. Heute geht es um super top Drogerieprodukte, weil ich habe doch gesehen, dass doch recht viel Jüngere unter euch sind und die haben unter meine Abonnenten und die haben natürlich nicht so viel Geld oder die arbeiten nicht, um sich so High-End-Sachen zu kaufen, Kosmetik. Und jetzt wollte ich euch mal zeigen, meine Top, also die super Drogerieprodukte, die ich finde, also diesen Must-Have. Ich kann euch die mal zeigen. Ich bin hier in einem Berg voller Drogerieprodukte. Okay, ich denke, das Video wird doch ein bisschen länger, aber ich möchte euch das doch zeigen. Weil auch zum Zeigen, dass man nicht High-End-Produkte braucht, um sich zu schminken, weil es gibt so tolle Sachen auch unter den Drogerieprodukten. Fangen wir gleich mal an. Fangen wir mit den Augen an. Die 88er Palette, die finde ich toll. Super. Die hat alle Farben, was man braucht. Und also wenn man so eine hat, braucht man eigentlich gar keine Lidschatten mehr. Ich habe sie auch in verschiedenen Tutorials benutzt und hier hat man wirklich alles. Ich weiß nicht mal, ich habe 10 Euro bezahlt, ich bin nicht mehr sicher. Ich habe die schon sicher seit 3 Jahren, aber ich benutze die immer. Und die hat so viel Farben, richtig toll. Diese finde ich toll. Und dann, sagen wir Sleek, ich finde Sleek auch eine Drogeriemarke, die habe ich 7 Euro bezahlt, sogar noch weniger. Ich habe jetzt hier die Ajit-Palette. Die ist jetzt gerade neu angekommen, ich zeige euch noch in einem Haul-Video, aber ich finde diese auch toll. Top, hier hat man auch total knallige Farben, wenn man es ein bisschen knalliger will. Super. Dann, sonst noch Drogerie-Lidschatten finde ich toll, diese von der Marke Kiko. Das habe ich hier von das war glaube ich von der letzten Sommer LA, ich erinnere mich nicht mehr. Einfach zum sagen, dass ich finde die von Kiko, die Lidschatten, die sind auch toll pigmentiert. Zum Beispiel seht ihr das? Das war jetzt ich denke doch, das war von der Sommer LA. Schaut doch mal da vorbei, die haben echt tolle Sachen. Seht ihr? Total pigmentiert. Toll. Und die kosten auch gar nicht so viel. Hier habe ich noch eine andere Farbe. Seht ihr? Toll, die sind echt total toll pigmentiert. Also Kiko hat auch tolle Sachen. Dann auch eins von meinen Lieblingen ist Manhattan. Das habe ich euch auch schon mal gesagt. Aber das ist so alt, aber das hat so lange gedauert. Jetzt gibt es, glaube ich, diese in drei, also drei verschiedene Farben. Manhattan, das ist auch toll. Fallen schon die Sachen runter. Das war Golden Brown. Ich weiß nicht, ob das immer noch so heißt, jetzt in der neuen Verpackung. Neuen Verpackung, ich denke schon mehr als einem Jahr. Sieht ihr das? Ich habe das fast aufgebraucht. Aber das ist toll. Das ist eins meiner Lieblinge. Das war, glaube ich, eins meiner ersten Kosmetikprodukte. Also nicht das. Ich habe das schon mal nachgekauft, aber ich finde das so toll. Manhattan hat auch so tolle Sachen. Dann tolle Sachen finde ich auch die tolle Sache finde ich diese von L'Oréal. Color Infallible. Ich habe jetzt hier die graue. Die 015 Silber. Seht ihr das? Toll. Ich finde das ja auch super schön. Das gibt ja das gleiche System von Armani und mit diesem Deckel da und von Lancôme. Ich habe diese nicht probiert, aber ich kann mir vorstellen, dass das genau das gleiche drin ist, weil Armani und Lancôme sind ja von der Firma L'Oréal. Das ist sicher das gleiche. Die haben einfach einen anderen Namen drauf geschrieben. Dann habe ich noch den grünen, den 09 Khaki Deckel. Also diese finde ich auch toll und die kosten, ich erinnere mich nicht mehr, die habe ich so lange, aber ich finde die so toll. Dann auch die NYX Lidschatten finde ich toll. Jetzt habe ich hier den stellvertretend für alle, habe ich hier den Deep Bronze 09. Die sind auch toll pigmentiert. Jetzt habe ich fast zu viel genommen. Da. Toll. Lidschatten toll. Dann natürlich nicht fehlen darf die von Catrice. Diese finde ich auch toll. Nur bei uns in der Schweiz kosten die ein bisschen viel, habe ich gesehen. Immer die gleiche Geschichte. Bei uns ist alles viel teurer. Da zieht ihr. So eine schöne Farbe. Das ist die Farbe 190 Petrol. Creme-Lidschatten finde ich toll. Diese von 24 Stunden Tattoo von Maybelline. Ich habe da ganz verschiedene. Ich bin halt heute auch mit diesen geschminkt.
Also ich finde, die dauern auch so lange. Ich finde die so toll. Die sind ja so cremig. Kann ich euch auch mal zeigen. Die sind so toll. Und die dauern wirklich. Ich bin heute auch mit diesen geschminkt. Das dauert echt den ganzen Tag. Ob es 24 Stunden hält, das weiß ich nicht, wie sie verspricht. Aber es dauert echt lange. Toll und tolle Farben haben die. Und ich swatche euch nicht alle, weil es würde das Video 10 Stunden dauern, aber die sind echt toll. Vor allem für den Sommer kann ich mir vorstellen, diese zwei Farben. Toll. Sonst Creme-Lidschatten finde ich auch toll, diese von Essence. Stay All Day. Aber es ist möglich, dass es die nicht mehr gibt, weil ich habe diese nicht mehr gefunden. Ich habe ja auch verschiedene. Habe ich noch einen grauen, denn ich weiß nicht, wo der hin ist. Die sind auch toll und die dauern auch mega lang. Ich kann euch da auch mal was swatchen. Es noch Platz gibt. Weiß nicht, ob das sieht, das da. Toll, die sind auch toll. Und das wäre jetzt die 01. Copyright. Weiter geht's mit dem Eyeliner. Der absolut Lieblings-Eyeliner, den ich habe, ist dieser von L'Oreal. Mein Gott, ein Superliner. Man sieht das schon fast nicht mehr, ist schon alles fast weg. Ich finde den so toll. Den habe ich euch hier geswatcht. Also die erste Linie. Toll. Also ist perfekt und man kann mit dem den perfekten Eyeliner ziehen, weil man macht das ja so. Ein kleiner Trick. Ich ziehe das mein Augenlid an und dann mache ich einen Strich gerade. Ist egal, wenn es unten noch weiß hat, also von der Haut. Und dann nachher fülle ich das aus. Und dann das geht viel schneller und auch viel präziser. Das heißt, anstatt so kleine Linien zu ziehen. Einmal so, tack, drüber und dann unten ausfüllen. Perfekt. Und der hat so eine Spitze. Toller Eyeliner. Kann ich nur empfehlen. Sonst Gel-Eyeliner kann ich euch diese von Essence empfehlen. Jetzt habe ich hier den grünen und den violetten. Diese finde ich auch so toll. Man kann das auch als Base benutzen, wenn man will. Das habe ich hier, glaube ich, mit diesem auch gemacht. Diese sind toll. Mal den grünen. Und dann habe ich hier noch den. Hier habe ich nur Eyeliner gezogen. Diese sind auch toll. Gute Qualität. Und dann habe ich hier noch von Maybelline. Diese können auch ganz ruhig mit dem Black Track von MAC mitmachen. Also ich habe jetzt hier den braunen zwar. Also die sind perfekt. Kann mit dem Pinsel sofort eine Linie ziehen und das dauert auch. Vielleicht am besten auch mit ein bisschen Lidschatten drüber gehen, um das zu fixieren, damit es auch länger dauert. Also perfekt, diese von Maybelline. Ich sehe, mir gefällt zwar das Pöttchen nicht so. Sieht nicht so schön aus. Das ist genau das wie von Essence. Essence hat auch mal einen Gel-Eyeliner so rausgebracht. Also in der gleichen Verpackung. Glitzer-Eyeliner finde ich auch toll, diese von Essence. Es gibt ja auch welche von Urban Decay, aber die kosten ja viel zu viel. Ich denke, diese von Essence, die gehen genauso, die sind genauso toll. Da seht ihr das. Toll. Also ich liebe im generell. Essence hat echt tolle Sachen und die kosten echt wenig. In Kajal finde ich diesen von Essence toll. In Schwarz, dann habe ich euch hier geswatcht neben dem Superliner hier. Der gefällt mir, es ist sehr weich, gefällt mir gut. Gehen wir jetzt zu den Augenbrauen. Das liebe ich absolut von Essence, dieses Produkt für das Augenbrauenpuder. Das kostet auch wenig, ich weiß nicht mal, ob das nur 1, 2 Euro kostet, das glaube ich. Mit der helleren Farbe und mit der dunkleren. Noch so einen kleinen Pinsel, aber den Pinsel brauche ich nicht. Ich nehme immer einen anderen. Dann hat er hier ja noch so, wenn man will, hat man hier so zwei Schablonen. Wenn man zum Beispiel, wenn ihr kurze Augenbrauen habt, könnt ihr das benutzen, um euch die perfekte Form zu zeichnen. Es hat zwei verschiedene. Ich weiß nicht, ob da drei drin waren. Ich erinnere mich nicht mehr. Falls ja, habe ich eins verloren. Aber ich finde es echt toll. Dann, das finde ich auch super toll von Essence, das ist das Augenbrauengel. Jetzt schaut, meins ist ein bisschen versüfft. Aber verkaufen die das überhaupt noch? Das habe ich auch nicht mehr gefunden. Nimmt nicht alle die tollen Sachen aus dem Sortiment. Das ist das Augenbrauengel für die Augenbrauen, ja, um sie zu fixieren, wenn man ein bisschen längere hat wie ich. Finde ich toll. Also diese von Essence ist echt empfehlenswert.
dann gehen wir weiter zu den falschen Wimpern. Ich finde diese von Essence toll. Diese in dieser Verpackung. Ich finde diese toll. Die sehen auch recht natürlich aus und kosten nicht so viel. Ich habe die jetzt schon mal gebraucht. Man kann ja Wimpern immer wieder benutzen. Man kann nachher den Kleber wegnehmen, dann da rein tun und dann kann man die so 3-4 Mal nochmal benutzen. Das ist von Essence, finde ich toll. Kosten nicht viel. Dann auch diese von NYX finde ich toll. Diese von NYX finde ich auch toll. Diese habe ich auch schon benutzt, finde ich toll. Diese habe ich auch hier in meinem verrückten Tutorial benutzt. Für den Contest-Beitrag von The Blonde Have More Fun. Diese werde ich auch noch benutzen. Also ich finde diese auch toll von NYX. Die kosten auch nicht so viel. Ich glaube 7 Euro, ich bin nicht mehr sicher. Die sind auch toll. Auch gute Qualität. Dann gehen wir weiter zu den Lippen. Lippen finde ich absolut toll, diese von Manhattan, diese Lippenstifte. Das habe ich euch auch im letzten Haul gezeigt. Sie sind aber auch super. Ich finde diese Farbe so toll. Das ist so ein Orange-Koralle. Toll. Der dauert echt auch sehr lange. Ich war sehr überrascht. Also, das ist die Farbe 54S. Toll, eine sehr gute Qualität, diese von Manhattan. Dann Lipgloss. Ich liebe diese von Essence, die Stay With Me Long Lasting Lipgloss. Den habe ich jetzt auch drauf. Das ist mein Liebling, das ist mein Favorite Milkshake. Die sind auch eine tolle Qualität von Essence. Diese finde ich so toll. Die haben auch so ein tolles Bürstchen. Dann gehen wir weiter mit Blushes. Finde ich auch diese von Essence toll. Zum Beispiel das war von einer L.A. von der Maribel Mania Blush. Ist auch eine tolle Farbe. Ich liebe die Essence Blush. Die sind auch toll. Dann habe ich noch oder diese von Kiko. Vor allem diese Farbe kann ich euch sehr empfehlen. Das ist die 103. Das ist ein Dupe zu den NARS Orgasm. Den habe ich auch. Das ist ein guter Dupe. Den habe ich euch hier geswatcht. Die sehen jetzt ähnlich aus auf der Kamera, aber die sind nicht ähnlich. Also der ist echt toll, der von Kiko. Die 103, die kann ich euch echt empfehlen. Dann, jetzt habe ich auch von Kiko ein Contour Face Palette oder Bronze. Uff, das ist auch von der anderen LA. Ich weiß nicht, ob die noch aktuell ist. Die Origami LA, das ist jetzt die 03. Der hat hier auch so verschiedene Farben. Die kann man nachher zusammen mixen. Was ihr wieder sieht hier. Jetzt habe ich keinen Platz mehr zum Swatchen.